Das ist Claudia. Claudia ist eine römische Christin und gerade gestorben. Ihre Familie hat schon alles vorbereitet, um Claudia zu bestatten. Weil Tote ziemlich unheilvoll sind, müssen sie vor den Toren einer antiken Stadt beigesetzt werden. Die Ausfallstraßen Roms sind richtige Gräberstraßen, an denen die reichen Bürgerinnen und Bürger Mausoleen bauen und Sarkophage aufstellen. Wenn nicht genug Platz ist, werden unterirdische Grabstätten, Hypogeen, angelegt, zumeist für einzelne Familien. Die Menschen müssen selber für ihre Bestattung bezahlen, die sind aber total teuer. Wer arm ist, keinem Begräbnisverein beitritt oder als Sklave einer reichen Herrin gehört, hat Pech. Für die Christinnen und Christen ist es wichtig, dass alle Gläubigen ein Grab bekommen. Reiche Mitglieder schenken deswegen ihren Gemeinden Grabplätze an den Gräberstraßen. Weil der Platz super begrenzt ist, legen auch die Christinnen und Christen ab dem frühen 3. Jahrhundert unterirdische Grabkammern an. Das geht gut, weil der Boden aus weichem Tuffgestein ist. Über 60 dieser Grabanlagen sind alleine in Rom noch erhalten. Sie werden heute als Katakomben bezeichnet. Die antiken Christinnen und Christen nennen ihre Grabanlagen einfach Cimiterium, Ruhestätte. Anders als die Hypogäen werden die Katakomben so angelegt, dass sie erweitert werden können, denn die christlichen Gemeinden werden immer größer. Unterschieden werden das Fischgrät und das Rostsystem. Sie bilden oft den ältesten Kern der Anlagen. Aber die Katakomben werden auch senkrecht auf bis zu 5 Ebenen ausgebaut. Durch Luzernare kommen trotzdem Licht und Luft rein. In engen unterirdischen Gängen werden von den Fossoren ganz viele Gräber übereinander angelegt. Heute sind noch über 850.000 Wandnischengräber, die Loculi, erhalten. Sie verlaufen parallel zu den Gängen und sind gerade groß genug für eine Wickelmumie. Nur ganz selten werden Gräber für zwei Körper angelegt. Das Grab wird dann mit einer oder mehreren Platten verschlossen. Claudia könnte hier bestattet werden. Claudias Familie könnte ihren Namen und gute Wünsche auf die Platte schreiben lassen und als Schmuck etwas in den feuchten Mörtel drücken. Zum Beispiel den Boden von einem Gefäß, der mit Gold verziert ist. Aber Claudias Familie ist ziemlich reich und möchte deswegen eine schickere Bestattung. Für diese Snobs werden in den Katakomben mit Türen verschlossene Grabkammern, die Cubiculen, angelegt. Damit die Reichen nicht weit laufen müssen, befinden sie sich meist direkt bei den Eingängen. In den Cubiculen gibt es oft Mensagräber und Akkosolien. Ein Mensagrab liegt in einer rechteckigen Wandnische. Bei einem Akkosolgrab ist die Nische bogenförmig. An der Rückseite des Grabes entsteht so ein halbrundes Feld, die Lünette. Viele Cubicula werden weiß getüncht und mit Fresken ausgemalt. Claudias Mutter sucht ein Akkosolgrab aus, das mit fröhlichen Szenen bemalt ist, die für die Errettung der Verstorbenen durch Christus und das ewige Leben stehen, Noah in der Arche und die Auferweckung des Lazarus. In der Mitte ist eine Orantin gezeigt. Das könnte Claudia selbst sein. Claudias Vater ist kein Christ. Deswegen gefällt ihm der Hirte mit dem Schaf auf den Schultern in der Lünette besonders gut. Solche Bilder kennt er auch aus Paganengräbern. Jedes Jahr an ihrem Todestag kommt Claudias Familie, um ein Totenmahl an ihrem Grab zu feiern. Felix kommt am Ende des 4. Jahrhunderts, um die Katakombe zu besuchen. Er möchte zu einem der Gräber, in dem eine Märtyrerin liegen soll. Damit Pilgernde wie Felix sich nicht verlaufen, führen jetzt Rundgänge zu den wichtigen Märtyrergräbern. Die sind fett mit Marmor ausgebaut. Manchmal wird auch gleich eine Kirche bei oder über den Gräbern errichtet. Reiche Menschen lassen sich hier ganz nah an den Gräbern der Heiligen beisetzen. Aber generell ist eine Bestattung in den Katakomben nicht mehr besonders angesagt. Viele Christinnen und Christen lassen sich jetzt oberirdisch in den Umgangsbasiliken bestatten. Im 7. Jahrhundert werden die Reliquien der Heiligen in die Kirchen der Stadt gebracht. Die Katakomben werden aufgegeben und vergessen. Bis Antonio Bosio die Katakomben im 16. Jahrhundert wiederentdeckt und anfängt, sie zu erforschen. Und das machen Archäologinnen und Archäologen bis heute. Also, Katakomben sind auf Erweiterung ausgelegte unterirdische Grabstätten. Der größte Teil der Gräber sind einfache Loculi, die mit Platten verschlossen werden. Aber es gibt auch Akkosol- und Mensagräber. An die Galerien werden Cubiculen angeschlossen, die oft aufwendig ausgemalt sind.